Bevor Sie die Stabübungen machen oder vielleicht auch zwischendurch, ist es gut, sich mit dem Stab auch auf einfache Art vertraut zu machen. Vertraut machen heißt, in den Dialog kommen. Da bist du, da bin ich. Nicht nur den Stab beherrschen, sondern auch sich selbst spüren dabei. Sich selbst spüren, entspannt bleiben und genießen, wie der Stab über die Haut rollt und ohne, dass man krampfen muss, zum Stoppen kommt und wieder zurückkommt. So fangen, dass der Stab nicht landet und dann die Bewegung weitergeht, sondern die Bewegung holt den Stab ab. Der Stab landet leise. Und auch nicht zu sehr nur im Stab sein, also hier fangen, da, dann bin ich draußen, sondern sich selber spüren und die Bewegung, die der Stab draußen macht, eigentlich auch identisch im Innern spüren. In mir geht's runter, in mir geht's rauf. Auch hier nicht versuchen, ich bin im Stab, ich fang dich, sondern ich bin entspannt bei mir und wach im Stab. Ich bemerke, ich habe gefangen und ich spüre die Resonanz in mir. Nicht nur loslassen und fangen, sondern auf und zu, die Hände spreizen und schließen, Finger auseinander. Sie sind im Stab, Sie sind bei sich selbst und Sie sind in den Füßen. Denn wenn Sie den Stab mal nicht fangen, muss der Fuß schnell weg.